Fantastisch. Leider ist jetzt auch die Zeit, die wir für dieses Interview veranschlagt hatten, vorbei. Nein, großer Lukas Cordalis und Costa Cordalis, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen in dieser schönen... Herzlich willkommen. Danke. Auf griechischer Art im mallorquinischen Boden. Ja, vielen Dank. Schön. Sehr nett von euch. Seit wann gibt es euch eigentlich als familiäre Einheit auf der Bühne? Eigentlich seit immer. Als die Kinder größer geworden sind, haben sie beim ersten Hit mitgesungen mit 3 und 4 Jahre bei dem Lied Anita zum Beispiel. Mhm. War der Lukas und die Kiki. Ist es angenehm, eigentlich mit dem Vater auf der Bühne zu stehen? Ja, sehr angenehm. Ja, ich weiß schon, ein sympathischer natürlich. Typ natürlich und dein Vater, klar. Aber gibt es nicht auch manchmal vielleicht Probleme, weil er doch immer so eine Autorität ist? Das ist, weil er unter mir leidet so ein bisschen, weil ich die Autorität zwischen uns beiden bin. Wer ist der Chef von euch beiden? Wer kassiert die Gage? Die Mutter, oder? Ist nicht deine Frau die Managerin? Die Gage ist zweitrangig. Der Spaß ist vorrangig. Echt? Ich meine, es muss Spaß machen, natürlich. Sonst würde ich was anderes machen und er würde was anderes machen, ist doch klar. Wenn man über 30 Jahre so wie ich im Showbusiness und nur wegen Geld, glaube ich, das hältst du kein paar Jahre aus. Das heißt, ihr tretet so um 2 Uhr auf ungefähr, eine Stunde lang und dann müsst ihr Autogramme geben. Richtig. Das ist ja wahrscheinlich. Sind das vorgefertigte Autogrammkarten, wo die Unterschrift schon draufsteht? Oder? Nee, Quatsch. Die Leute stehen da in der Schlange und jeder sagt seinen Vornamen und wir schreiben dann. Ja, aber sind die dort nicht dann oft schon so betrunken, dass die das gar nicht merken würden, wenn du jetzt einen Stift in der Hand hast, ob du das jetzt wirklich schreibst oder nicht? Kann man auch Peter Maffay draufschreiben, ne? Nein, lieber Dirk. Nein, lieber Chris. So ist er nicht. Ja. Wir respektieren natürlich auch das Publikum. Du heiligst deinen Augen, wenn du selbst was ausstrahlst. Ich meine, zu uns kommen nicht Besoffene und solche Leute, weil die genau wissen, wir musizieren, wir machen echte Musik. Ja. Und nicht bla bla. Ja. Und die wollen das auch genießen. Also das heißt, Besoffene hat bei uns keine Chance. Besoffene haben auch bei uns keine Chance. Ja. Auch wir haben ausschließlich nüchterne Zuseher. Lieber Costa, in deiner Biografie finden sich ja hochinteressante Punkte. Du hast Philosophie studiert, Germanistik studiert, sprichst 8 Sprachen fließend und bist ein hervorragender Langläufer. Richtig, sogar der Lukas auch. Lukas auch, ja, aber bei dir hat es sogar fast zu einer Olympiateilnahme. Ich war bei den Weltmeisterschaften zum Beispiel in Seefeld. Ehrlich? Mitgemacht, ja, für Griechenland. Bin ich gestartet bei 30 Kilometer. Wie kommt man als Grieche dazu, Langlauf zu machen? Ich liebe das gefrorene Nasse, den Schnee und ich fühle mich wohl, also ich lebe in Deutschland im Schwarzwald und da haben wir herrliche Loipen im Winter. Ja. Dadurch hältst du dich auch jung. Warst du als Kind sauer, dass du in Griechenland gelebt hast, weil du so gerne Schnee hattest und hast das verflucht, dass es immer nur blaues Wasser gab? Nein, der Mensch braucht alles. Er braucht Meer, er braucht die herrliche Natur von Österreich, Schnee, alles. Es stimmt die Geschichte, die wir gelesen haben irgendwo, dass es damals eine Verrückte gab. So eine Frau, die tatsächlich Anita hieß und Stalkerin. Die gedacht, eine Stalkerin. Ja, die gibt es heute. Damals gab es immer noch. Ja, natürlich. Wie alt ist sie denn mittlerweile? Ich setze um die 50 rum. Ja? Ja. Und schreibt die immer noch Briefe? Haufenweise. Und jeden Tag stöhnt sie im Telefon. Nein. Wirklich? Macht meine Frau verrückt hier. Das ist Wahnsinn. Das ist ja irre. Ja. Als Vater und Sohn auf der Bühne, kommt man sich dann nicht auch in die Quere in Sachen Groupies? Weil er ist ja verheiratet. Frau hört nicht zu. Na, du vielleicht auch schon. Auf ihn stehen die Töchter, auf mich eher die Mütter. Wirklich? Ehrlich? Ist das echt so? Umgekehrt. Ja. Ja. Na, aber wird natürlich nicht ausgenutzt, weil braver Familienvater. Natürlich, in der Musik spielt Sex eine Riesenrolle. Das machen wir uns nichts vor. Es dreht sich alle um Sex, wie Sigmund Freud gesagt hat, von morgens bis abends. Ne? Ja. Es ist alles, ob man jetzt eine wunderschöne Traube isst oder eine herrliche Melone. Ich habe gerade Schafskäse gegessen, was heißt das? Ist Sex mit ausgeliefert. Klar, bei unserer Musik und das Aussehen und so, natürlich. Ja. Wir freuen uns auch, wenn die Frauen uns anhimmeln. Mhm. Wir freuen uns auch, wenn uns die Männer anhimmeln. Auch. Du warst, lieber Costa, Dschungelkönig 2004. Ja. Ich habe das verfolgt. Du wurdest vollkommen zu Recht Dschungelkönig, weil du der eindeutig sympathischste warst damals. Hat das deine Karriere nochmal extrem angekurbelt? Beziehungsweise, was war der Grund, warum du das überhaupt gemacht hast? Ja gut, ich meine, ich habe mich gefragt, willst du mal diese Erfahrung einmal in deinem Leben erleben? Einmal im Dschungel, wo du nichts weißt, was auf dich zukommt, was Neues, wie du reagierst auf solche extremen Fälle. Und deswegen habe ich entschlossen, ich war der Erste, der den Vertrag unterschrieben hat mit der RTL damals. Und ich bereue es nicht. Es war für mich eine tolle Lehre. Und gibt es vielleicht irgendwas, was du damals gegessen hast, wo du dann gedacht hast, wow, ich meine, klingt blöd, aber schmeckt total gut. Was du jetzt heute noch immer isst? Das stimmt allerdings. Ich meine, wenn man weiß, dass die Aborigines davon leben, ein Leben lang, diese wunderschöne
Raupen, weißt du, die so gemütlich vor sich laufen. Es ist ein reines Protein. Ja. Und wenn du das isst, das schmeckt wie Luft. Schmeckt nach nichts. Mhm. Und wenn man da reinbeißt, hört man noch so einen kleinen Schmerzschrei von dem Insekt? Oder so, aua! Oder sowas? Nein, nichts. Du musst dich vorher entschuldigen beim Insekt. Ja. Ja. Wir haben vor, heute Abend jetzt noch anschließend im Oberbayern, das ihr ja auch kennt, eine Lesung zu machen. Wir möchten dort Gedichte vorlesen. Wird schwer. Glaubt ihr auch, das wird schwer? Wird schwer. Habt ihr irgendwie einen Tipp für uns? Freibier und dann fangt an zu lesen. Wir dürfen uns bedanken. Herzlich willkommen, klar. Und alles Gute für den weiteren Lebensweg. Danke, viel Erfolg beim Lukas Lesen. Ja, danke schön. Und Costa. Danke, lieber Chris. Danke, lieber Dirk. Dankeschön. Und jetzt werden wir diesen Weg antreten. Diesen schweren Weg. Ja. Wirklich schweren Weg.